nachdem die Gebäudeteile aneinander geklebt wurden, müssen jetzt die Dachflächen noch angepasst werden. Das heißt, hier oben haben wir noch eine Lücke, das muss jetzt ergänzt werden. Dafür brauche ich noch zwei solcher Dachteile, wobei ich brauche das im Ganzen nur einmal und nochmal einen Streifen von 8 mm, den ich ansetze. Von Fürstpunkt zu Fürstpunkt sind es genau 10,4 cm. Eine Dachplattenbreite beträgt 9,6 cm. Also brauche ich noch diese 8 mm, die ich mir hier schon zurechtgeschnitten habe, die dann auf dieser Seite im oberen Bereich hier noch gebraucht wird. Was ich allerdings nicht brauche, sind diese beiden Öffnungen für die Oberlichter, genauso wie diese beiden. Hier werde ich die Oberlichter noch rausnehmen. Und ich habe mir schon aus dem übrig gebliebenen Dachmaterial solche Abdeckungen zurechtgeschnitten, die ich dann passgenau einsetzen werde. Zum Einkleben der Füllstücke werde ich die Dachfläche jetzt umdrehen und lege mir dafür ein kleines Hölzchen unter, da die Oberlichter ansonsten stören. So, dann sind hier auf der anderen Seite auch Planen drin und genauso wie beim ersten Mal einkleben. Damit ich die Zusatzdachfläche ansetzen kann, benötige ich hier noch zwei Auflagen. Das sind diese originalen Verbinder, die habe ich jetzt noch übrig gehabt. Die werde ich jetzt erstmal an dieses Teil kleben. Und andere Seite genauso. Wenn ich das Dach aufgeklebt habe, komme ich natürlich nicht mehr ran, um die Fenstermasken einzusetzen, da ich hier einen geschlossenen Boden habe, und deshalb mache ich das jetzt gleich. Nachdem die Innenverkleidung der Fenster angebracht wurde, klebe ich jetzt das Dach auf. Guten Sitz achten und ein wenig andrücken und halten, bis der Klebstoff angezogen hat. Je genauer Sie jetzt arbeiten, umso einfacher wird es Ihnen dann fallen, das fehlende Dachteil zuzuschneiden und einzusetzen. Die Fürstlinie des zu verlängernden Daches werde ich mir jetzt antragen. Und dazu nehme ich ein Stahllineal, das lang genug ist. Von diesem Punkt des Fürstes werde ich jetzt mir eine Markierung bis zur unteren Ecke ziehen. Aber Achtung, bevor Sie anzeichnen, hier ist ein kleines Stück, das muss auch am Ansatzdach nachher gerade stehen bleiben. Schneiden Sie das also nicht am Ansatzdach hier bis auf die Spitze, sondern das messe ich mir jetzt gleich aus, wird hier aufgetragen und komplett nachher in einem abgeschnitten. Nachdem ich den Dachausschnitt angezeichnet habe, hier jetzt gut zu sehen, werde ich mit Hilfe eines Stahllineals und eines spitzen Cuttermessers dieses Teil ausschneiden. Da es jetzt beim Zuschneiden zu doll federn würde, lege ich mir das natürlich hier vorne auf die Kante. So, dann liegt das plan auf und dann kann ich saubere Schnitte
ausführen. Den schmalen Dachstreifen, den ich jetzt noch ergänzen muss, aufgrund dessen, dass dieses Teil ansonsten zu kurz wäre, werde ich jetzt noch ankleben. Den fehlenden Dachspalt messe ich mir jetzt noch aus. 3,5 mm und nun werde ich die Maße übertragen auf das zu bearbeitende Teil. Das zugeschnittene Teil wird jetzt zum ersten Mal eingepasst. Passt fast. Hier in den vorderen Anschlussbereichen werde ich noch mal eine ganze Kleinigkeit wegnehmen müssen. Die sogenannten Kehlen werde ich nachher noch mit einem dünnen Blechstreifen auslegen, schwarz nachbehandeln und dann ist das Dach fertig. Das fertig geschnittene Dachteil wird jetzt noch eingeklebt. Es passt schon sehr gut, muss nur wenig nacharbeiten. Um die Dachkehlen herzustellen, nehme ich Seidenpapier und schneide mir davon 1 cm breite Streifen ab. Die habe ich mir vorher schon markiert. Zwei Stück. Die überstehenden Enden der Dachkehle werde ich jetzt noch vorsichtig abschneiden. Und anschließend mit schwarzer Farbe einfärben.